Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Sonderseminar Musterberechnung, Konzeptionsberechnung. Das ist ein Seminar, das hier viele Partner die letzte Zeit gewünscht haben, einfach weil sie sagen, sie möchten noch tiefer einsteigen in die Berechnungen, sie wollen noch tiefer die Zusammenhänge kennen. Ich persönlich halte es auch für eine ganz wichtige und unabdingbare Grundlage, um in dem Bereich erfolgreich zu sein, um in dem Bereich einen Mandanten wirklich zielorientiert und wirklich passgenau, maßgeschneidert auch beraten zu können. Ja, was wir heute vorhaben, das ist das Thema Musterberechnungen, Funktion und Aufbau. Wie ist so eine Musterberechnung überhaupt aufgebaut? Wie hängt sie überhaupt zusammen? Wir gehen dann ein auf die Kurzdarstellung. Wir bringen in letzter Zeit zusätzlich zu dem langen, ausführlichen Gutachten, das wir in letzter Zeit immer machen für Kapitalzusagen und für Rentenzusagen, dass sich einer wirklich wählen kann zwischen beiden Varianten und wirklich entscheiden kann, was er jetzt macht. Macht er Kapitalzusagen, macht er Rentenzusagen? Macht er Rentenzusagen mit Kapitaloption oder macht er Kapitalzusagen mit Rentenoption? Haben wir zur Kurzdarstellung, die im Prinzip nutzenorientierte Darstellung, nutzenorientierte Potenzialanalysen, dass man wirklich darlegt, wie schaut es aus unter Mitarbeiterbindungsgesichtspunkten, was erhalten die Mitarbeiter, Arbeitnehmer finanziert, Arbeitgeber finanziert, was erhält der Jüngste, was erhält der Älteste, ganz kurz zusammengefasst, wie schaut es aus unter Mitarbeitergewinnungs-, Fachkräftegewinnungsgesichtspunkten, wenn ich einen 30-Jährigen habe, den ich die Zusagen so mache, was bekommt der, was kann der mit welchem Aufwand erreichen, wie schaut es unter Liquiditätsgesichtspunkten aus, welche Liquidität gibt es nach 5 Jahren, welche nach 10 Jahren, welche nach 15 oder nach 20 Jahren, nach allen Kosten, wie schaut es aus, wenn man das Versorgungswerk einstellen würde, als wenn man wirklich Worst Case rechnen würde, wenn ich es fortführe, schaut es ja immer besser aus. Und letztendlich, welchen Ausfinanzierungszins brauche ich? Wir schauen uns dann die verschiedenen Gestaltungsparameter an, weil ich kann Ihnen sagen, egal wie viele 100 Versorgungswerke wir derzeit verwalten, wir haben vermutlich keine 2, die irgendwo gleich sind. Die haben alle irgendeinen Unterschied. Die einen haben höhere Zinsen, die anderen haben niedere Zinsen. Die einen haben Kapitalzusagen, die anderen haben Rentenzusagen. Die einen rechnen mit Rentenfaktoren 11, 12, die anderen haben Rentenfaktoren von 13, 14. Die einen haben Zuschüsse in Höhe von 30 oder 40%, andere haben 50% und für den Geschäftsführer sogar 100%. Die Ausfinanzierung, die ganzen Parameter, die man wirklich gestalten kann. Und das ist mir, glaube ich, immer wichtig, dass man Unternehmer sagen kann, ja okay, wenn du dir nicht zutraust, einen Zins von 3,5% zu erwirtschaften, dann drehen wir einfach an den Stellschrauben, reduzieren den Zusagezins, reduzieren den Zuschuss, den es gibt, machen vielleicht noch Änderungen in den Rentenfaktoren oder machen statt Rentenzusagen, Kapitalzusagen. Da fließt zwar das Geld schneller ab, das ist nicht unbedingt immer angenehm, aber ich habe insgesamt einen Ausfinanzierungszins, der ja ungefähr 0,5% niedriger liegt. Und wir schauen uns an, welche Auswirkungen hat das. Wir haben verschiedene Musterberechnungen, wir haben verschiedene Berechner, dass man es einmal grob vorstellen kann, welche Auswirkungen hat das, wenn der Kollektiv so und so alt ist, wenn der Kollektiv so und so jung ist, wenn man an den oder an den Stellschrauben dreht. Und wir haben die Frau Hohnstein auch da. Das heißt, wir können auch nochmal berechnen, wenn wir sagen, okay, modifiziert man da mal was oder modifiziert da etwas. Und für mich ist der Tag heute insoweit wichtig oder insoweit von Bedeutung, dass ich sage, ich möchte wirklich, dass jeder in den Musterberechnungen ganz tief oder noch tiefer drin ist, als er jetzt schon drin ist. Und dass wir im Prinzip alle Fragen, die dazu irgendwie auftreten können, dass wir die heute bearbeiten, dass wir die heute stellen, dass wir die heute durchdiskutieren. Die Musterberechnung ist deshalb wichtig. Sie können als normales mit dem Mandanten nicht der Musterberechnung durchgehen. Also Sie können nicht über 10, 15 Seiten Gutachten die ganzen Spalten von Anfang bis zum Schluss. Sie können über die wesentlichen Eckpunkte drüber gehen. Das ist ein Gutachten, das ist dargestellt, das sind die Berechnungsparameter, das sind Ergebnisse, das ist das, was für Mandanten wichtig ist. Und ansonsten muss der Mandant immer auch das Gefühl haben, dass Sie sich wirklich auskennen, dass Sie tief in der Materie drin sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Mandant fragt, warum ist das so oder warum ist die Liquidität in dem Jahr höher oder in dem Jahr nieder als im Jahr vorher. Was ist das?
dass Sie dann schauen, lang überlegen müssen. Sie müssen die Zusammenhänge einfach wissen. Das ist das absolute Handwerkszeug. Pauschaludierte Unterstützungskasse ist ein Vertrauensthema aus meiner Sicht. Vertrauen können sich verschiedene Sachen dazu. Da können wir als Backoffice dazu, da gehört der Rechtsanwalt zur Steuerberatungskanzlei, wo er sagt, da ist anzunehmen, die können das, die wissen, was sie tun, die halten den Kopf hin, die sind groß genug, die machen es lang genug, die haben vierstellige Anzahl von Versorgungswerken, die es verwalten, da ist eine Mannschaft dahinter, die weiß, was sie tut. Aber Vertrauensthema ist auch, dass Sie, der Berater vor Ort, zumindest als Ansprechpartner in der Materie drin sind. Sie brauchen nicht der absolute Spezialist sein. Sie brauchen das Arbeitsrecht nicht in der Tiefe können. Da können Sie es uns verlassen. Sie brauchen nicht jede steuerliche Auswirkung. Da können Sie es uns verlassen. Aber die großen Zusammenhänge, warum was wie ist und wie was funktioniert, das sollte man schlichtweg wissen.